Herzlich willkommen zum METOCH 2 Interview hier in Kiel beim Kongress Vernetzte Gesundheit 2012. Ich habe als Gast hier Dr. Christian Utler. Herr Utler ist klinischer Direktor des Malteser Krankenhauses St. Franziskus Hospital in Flensburg. Und dieses Krankenhaus hat einmal eine interessante Kooperation als Krankenhaus mit einem anderen Krankenhaus. Und zum anderen ist es so etwas wie ein onkologischer Leuchtturm. Und das war auch Thema eines Vortrags, den Sie heute gehalten haben und worüber dann auch diskutiert wurde. Jetzt möchte ich Sie, Herr Utler, zunächst mal fragen, was ist das denn für eine Kooperation, die Sie hier oben, ganz oben im Norden Deutschlands, sozusagen direkt an der dänischen Grenze haben im Krankenhausbereich? Ja, die Katholiken, die Malteser und die Protestanten in der Diako haben 2006 was wirklich Einzigartiges gemacht. Die haben nämlich die Fächer aufgeteilt. Es gibt zwei Krankenhäuser in Flensburg. Zunächst hat jeder den bunten Bauchladen gehabt. Und dann ab 2006 hat man gesagt, man muss die Fächer aufteilen, sodass man Kompetenzen bündelt. Und das dann, was man dann noch vorhält, in hoher Schlagzahl macht. Es gibt also keine Doppelstrukturen mehr in Flensburg oder eigentlich im Kreis Flensburg auch. Das ist, denke ich, schon ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist umso interessanter, weil sich ja auch wirklich zwei Konfessionen, die ansonsten ja nicht so ökumenisch zusammenarbeiten, wirklich ökumenisch geworden sind. Und ich würde nicht nur sagen, dass sie ökumenisch geworden sind, ich würde sogar sagen, dass die Ökumene so nur ökonomisch auch werden kann, weil das natürlich riesige Vorteile hat, auch von der wirtschaftlichen Seite her. Das heißt, Sie praktizieren ein Kooperationsmodell, was eigentlich Vorbildcharakter hat. Denn auf diese Weise miteinander zu kooperieren in der Region, dass man wirklich auf bestimmte Fächer verzichtet und das dem Partner überlässt, dafür vielleicht andere Fächer dann komplett macht, ist ja wirklich etwas, was bisher noch extrem selten ist. Ja, es ist selten und die größte Anstrengung dabei ist, dass wirklich auch viel Vertrauen dazu gehört. Man muss vertrauen, es gibt natürlich so Schnittstellen, was macht jetzt der Urologe, was macht der Viszeralchirurg, wie ist es in der inneren Medizin, was ist Lunge und Herz, das muss sich entwickeln. Da gab es auch in den ersten Jahren Ruckeleien, aber das ist jetzt eigentlich völlig vom Tisch, sodass wir jetzt gemeinsam in die Zukunft gucken können und zum Beispiel, das war ja auch heute das Thema, dieses Thema Onkologie wirklich gemeinsam strategisch entwickeln. Nun steht im Titel Ihres Vortrages heute was von einem onkologischen Leuchtturm und wir haben so ein bisschen in der Korrespondenz vorher gesagt, naja, was leuchtet denn da eigentlich? Da werden Sie uns ein bisschen was zu sagen können. Was leuchtet bei Ihrem onkologischen Leuchtturm? Das Besondere an dem Leuchtturm ist, dass wir versuchen, neben den zwei Dimensionen, die versuchen eigentlich in jedem onkologischen Zentrum zur Gestaltung zu bringen, noch eine dritte Dimension reinzubringen. Die zwei Dimensionen, die man auf jeden Fall vorhalten muss, ist ja zu versuchen, auf jeden Fall eine qualitativ hochwertige Versorgung zu machen, eine hohe Schlagzahl hineinzubringen, eine hohe Fachkompetenz hineinzubringen. Auf der anderen Seite auch eine Kontinuität und eine Beständigkeit in die Behandlung reinzubringen. Das heißt, eine Sektorgrenze zu überschreiten hin zum Ambulanten. Aber was für uns außerordentlich wichtig ist, ist, dass wir eigentlich noch eine andere Dimension hineinbringen. Ich würde die jetzt mal überschreiben mit sowas wie Schutz, Akzeptanz der Grenzen des Lebens, Fürsorge, vielleicht auch diesen Aspekt Spiritualität hineinbringen, weil das ist was, was uns ja als konfessionelle Häuser unterscheidet zu den kommunalen und zu den privaten. Das ist ja auch unser Alleinstellungsmerkmal sozusagen, unser Unique Selling Point.
Das heißt, da leuchtet nicht nur medizinische Qualität, sondern da leuchtet dann tatsächlich auch Zuwendung zum Patienten, eine besondere Betreuung des Patienten. Letztlich wahrscheinlich auch in dem Fall, wenn es zum Sterbeprozess kommt, dass man auch im Sterbeprozess vernünftig begleitet. Selbstverständlich. Nochmal vielleicht eins zurück zur Qualität. Dadurch, dass wir die Fächer aufgeteilt haben, haben wir wirklich hohe Schlagzahlen. Wir machen mehr zum Beispiel Dickdarmkrebs-Operationen, wir machen mehr Prostatakarzinom-Operationen wie zum Beispiel die Universitätsklinik. Das ist ein indirekter Beleg, dass wir da wirklich gut aufgestellt sind. Zum Zweiten haben wir eine hohe Fachkompetenz. 6 Onkologen von 7 nördlich des Kanals sind in Flensburg. 5 davon sind bei uns am San Franciscus Hospital. Einer davon in enger Kooperation nur 100 Meter entfernt in unserem Ärztehaus. Das heißt, hier sieht man auch, dass wir, sagen wir mal, fachlich ganz gut aufgestellt sind. Zum Zweiten, in Sachen Beständigkeit ist es für uns sehr wichtig, dass wir mit den Niedergelassenen gut zusammenarbeiten, zum einen, aber auch zum anderen über Paragraph 116b. Ambulante Versorgung machen können. Das ist extremst wichtig für Patienten. Ich würde mal den Begriff neudeutsch reinbringen, one face to the customer. Aber der weitere Aspekt ist, Sie sind ja gerade in so einer Krisensituation empfänglich, vielleicht auch empfänglich für Dinge, die sonst eher weiter hinten sind. Sagen wir nochmal Spiritualität. Das ist was, wo man praktisch vielleicht jetzt eine Bereitschaft hat, zuzuhören, hinzuhören. Und man vielleicht mit dieser Komponente so sein ganzes Lebensgleichgewicht wieder in eine andere Stabilisierung hineinbringen kann. Darüber hinaus steht natürlich im Leitbild, wir akzeptieren die Grenzen des Lebens. Das ist ja für so ein konfessionelles Haus, zumindest für unser katholisches, das höchste Gut überhaupt. Und mit dieser Haltung versuchen wir natürlich auch ethisch zu arbeiten. Wir haben da praktisch unsere Planken, die sind ganz sauber gesetzt und in dieser ethischen Arbeit kommt es natürlich heraus. Was Sie zusätzlich angesprochen haben, ist natürlich Sterbebegleitung. Wir haben mit dem Katharinenhospiz eine komplett gemeinsam betriebene Einrichtung zwischen Protestanten und Katholiken, 50-50, haben wir auch eine Struktur, genau das zu machen. Nicht nur im stationären Setting, sondern auch im ambulanten über die spezialambulante palliativmedizinische Versorgung. Viele unserer Mitarbeiter engagieren sich dort, auch ehrenamtlich und sehen dann Patienten mitunter dann eben auch wieder zu Hause ganz am Ende ihres Lebens. Und diese Hospizbetreuung hat ja in Flensburg eine lange Tradition. Ja. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich das schon mal besucht habe vor vielen, vielen Jahren. Und daher diese Tradition kenne, die wird also ungebrochen fortgesetzt, ist heute wahrscheinlich mindestens genauso wichtig, wie es das vor 20 Jahren war. Ich denke auch, dass es wirklich ein hohes Gut ist. Ich kann auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt 1,5 Jahre in Flensburg. Ein Grund, jetzt wirklich Flensburg zu nehmen, war dieses Anbindungsteil des Hospiz, weil es einfach ein sehr hohes Gut ist und faszinierend, wie da gearbeitet wird. Auch im Sinne in der Prävention, Traumaprävention, was macht es eigentlich mit den Angehörigen und eben mit dieser Kette auch zu versuchen, sich in Anführungszeichen, obwohl es ein Hospiz ist, nicht um die Toten zu kümmern, sondern um die Lebenden und den Lebenden noch eine Möglichkeit zu geben, auch zu Hause irgendwie einigermaßen erträglich, einigermaßen bewusst das zu erleben. Nun wollen wir nicht so tun, als wenn das im Mittelpunkt Ihrer Arbeit steht, sondern der Mittelpunkt der Arbeit ist ja, den Menschen neue Hoffnung und Zukunft zu geben. Das heißt also, wo immer möglich, den Krebs so zu bekämpfen, dass ein Leben nach dem Krebs möglich ist. Das haben Sie betont. Eine Besonderheit Flensburgs ist ja, dass es direkt an der dänischen Grenze liegt. Gibt es die Kooperation mit Dänemark in dem Bereich auch? Denn das ist ja zumindest etwas, was also über einen langen Zeitraum immer mal wieder angesprochen wurde. Schön, Herr Broska, dass Sie es ansprechen. Es ist in der Tat so, dass wir auch dadurch profitieren, weil wir mit den Dänen zusammenarbeiten. Es gibt schon seit 8 Jahren
eine Kooperation mit den Dänen. Die Dänen haben uns sogar mit einem Linearbeschleuniger finanziert, sodass wir insbesondere in dem strahlentherapeutischen Bereich, zum Teil auch im chemotherapeutischen Bereich, dänische Patienten nach Flensburg holen, die sonst nach Weile oder nach Ottensee wesentlich weiter fahren würden und die wir hier behandeln. Unser ganzes Personal hat deswegen dänisch Kurse. Unsere Schilderung ist deutsch-dänisch, sodass wir die praktisch hier auch versorgen. Das ist für uns auch insbesondere so ein Mehrwert, dass wir natürlich auch die dänischen Standards integrieren und das Wissen so natürlich erweitern können. Ihr Leuchtturm leuchtet also nicht nur in Deutschland, also nach Süden, sondern er leuchtet auch nach Norden, nämlich nach Dänemark hinein. Ja, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich für unser Gespräch. Ein kurzes Gespräch mit einem kleinen Einblick in Ihre wunderbare Tätigkeit, die Sie dort haben, die aber segensreich für die Menschen ist. Und das ist das Zentrale. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Breusker. Danke.